Ja, guten Tag, Herr Roth. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, um mal die Fragen heute zu beantworten. Ja, freue mich, dass Sie auch den Weg nach Brich gefunden haben. Ist auch nicht lang, nach Möglichkeit relativ kurz beantworten, damit die Hörer auch nicht allzu sehr überansprucht werden. Die Würze heißt das Sprichwort, ne? Genau, also fangen wir mal mit Frage Nummer 1 an. Wie in vielen anderen Kommunen leidet Schermbeck auch an der unzureichenden Finanzausstattung. Vor diesem Hintergrund hat sich Schermbeck an Förderprogrammen wie LIDA und Regionale 2016 beteiligt. Wie beurteilen Sie das? Ja gut, einerseits finde ich das natürlich gut, dass man über diese Fördertöpfe Mittel bekommt, um Dinge nach vorne zu bewegen. Ich bin aber immer der Auffassung gewesen, man sollte die Kommunen mit Haushaltsmitteln ausstatten, vernünftigen Haushaltsmitteln ausstatten, und die wissen dann vor Ort schon am besten, was sie damit machen können. Als sie über Fördertöpfe der EG auszustatten. Also meine Meinung, die Mittel müssten direkt in die Kommunen rein, und dort wird dann entschieden, was damit gemacht wird. Was halten Sie von den gestarteten und umgesetzten Projekten bis jetzt? Projekte waren zum einen das Dorfgemeinschaftshaus. Dort haben wir ja dann auch noch erreichen können, zusammen mit den Grünen, dass dort eine Aufzuganlage eingesetzt worden sind. Ich bin einerseits da auch ein bisschen kritisch, weil ich gesagt habe, wir haben eigentlich genügend Räumlichkeiten wie die Pfadfindergebäude, wie AWO-Gebäude, die eigentlich alle besser ausgelastet werden müssten. Heute war ja auch ein Artikel in der Zeitung, da sucht man ja auch weiterhin Gruppen. Wir haben dazu beigetragen, dass Frau Volkmann dort mit einer weiteren Gruppe Bürgertreff hereingegangen ist, um die Auslastung auch zu stärken. Ich muss gestehen, natürlich an dieser Ecke hier, Feuerwehrwache, durch die Aufsteckung sieht das Gebäude repräsentativ aus, da muss ich gestehen. Aber auf der anderen Seite muss ich es, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir haben also genügend Räumlichkeiten, die man hätte besser auslassen können. Ne? Und das Geld, was da in dieses Gebäude gestellt wird, hätte man natürlich auch wieder für andere Projekte nutzen können. Das Projekt Nachbarschaftsberater ist inzwischen von Hamminkeln bis Hüngse übernommen worden. Was halten Sie eigentlich von diesem Projekt? Ja, das ist ja eine Sache, die ich ja auch etwas kritisch sehe. Also ich muss immer wieder sagen, die Menschen, die sich dort engagieren, habe ich meine Hochachtung vor, ja. Aber der ganze Aufwand, der dort betrieben wird mit Halbtagsstelle, das geht ja schon in einen sechsstelligen Betrag, empfinde ich einfach viel zu hoch. Und er heißt ja Nachbarschaftsberater. Beratungsstellen gibt es in Kreis Wesel genügend. Ich will die jetzt hier gar nicht alle aufzählen. Die werden größtenteils auch vom Kreishaushalt finanziert, beziehungsweise wird runtergebrochen, die Gelder in die Kommunen, ich denke an die Pflegeberatung, und ich bin der Auffassung, mit diesem Geld könnte man hier vor Ort wesentlich andere Dinge auch im Bereich des demografischen Wandels machen. Dazu habe ich auch eine Frage ja bei schermbeckonline.de beantwortet, kann jeder nachlesen, ich will das jetzt alle nicht wiederholen. Aber ich könnte mir da eine effektive, ich schalte für die älteren Menschen vorstellen, zum Beispiel auch, dass man Menschen, die zu Hause sind, vielleicht besser betreut, dass man dort auch die Angehörigen mal für einen halben Tag entlastet. Das wird ja durch die Nachbarschaftsberatung überhaupt nicht übernommen. Ja, gesetzt im Fall jetzt, Sie werden gewählt, würden Sie denn dann dieses Projekt weiter unterstützen oder was würden Sie machen? Also das ist ja jetzt erstmal von der Finanzierung gedeckelt, glaube ich, bis 2016, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich würde alle Gruppierungen in Schermbeck mal an einen Tisch holen, ja, auch die Pflegedienste, natürlich auch die Nachbarschaftsberatung. Wir haben den Seniorenbeirat, deswegen halte ich Dinge, die der Brodel in die Welt gesetzt hat, hier, wir machen einen runden Tisch, ältere Leute etc. oder wie hat er gesagt, ein Seniorenparlament.
Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben hier schon einen Seniorenbeirat. Ich war der Initiator dieses Seniorenbeirats. Natürlich muss das mit Leben gefüllt werden. Und jeder ältere Bürger kann sich sowohl an den Seniorenbeirat wenden, er ist auch mit einem Vertreter in den Ausschüssen vertreten. Dort wird er gehört. Also ich würde alle Gruppierungen auch erstmal an Tisch holen, um hier zu einer vernünftigen Lösung auch für die Gruppierung zu kommen, die zu Hause sind, nicht nach außen gehen können, um da eine bessere Betreuung auch herbeizuführen. Ja, die vorletzte Frage. Was gedenken Sie konkret im Falle Ihrer Wahl zu tun, um die Haushaltssituation in Schermbeck zu verbessern? Ja gut, man muss erstmal auch eine Bestandsaufnahme machen. Ja. Sie lesen ja auch aus der Zeitung, ich bin immer derjenige gewesen, der immer wieder seit 2010 geschrieben hat, wo bleibt unser Jahresabschluss 2009? Wenn Sie ein Unternehmen haben und wollen bei der Bank einen Kredit haben, dann müssen Sie die aktuellen Bilanzen vorlegen. Also wir stochern ja im Augenblick auch im Dunkeln, weil wir überhaupt keinen Jahresabschluss 2009 und folgende haben. Wenn ich mal bedenke, dass zum Beispiel die Gemeinde Rasfeld, ich muss sagen, ich finde ganz toll, was dort gemacht wird, zum Beispiel im Personalbereich, soweit ich im Kopf habe, ungefähr 2,6 Millionen verausgabt, wir in Schermbeck aber bei 4,4 Millionen liegen. Da muss man sich schon fragen, wo gibt es denn da die Unterschiede? Wo kann man da gegebenenfalls etwas zusammenlegen, einsparen? Nur um einen Bereich zu nennen, ja, da lässt sich natürlich von heute auf morgen nicht alles bewerkstelligen, aber in kleinen Schritten muss man daran gehen. Aber erstmal Analyse betreiben, ein Vertrauensverhältnis auch zu den Mitarbeitern aufbauen, auch ganz wichtig. Und natürlich auch ein ständiger Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben im Bericht hier damals auch ehrenamtlich einen Kinderspielplatz angelegt, viel Ehrenamtsarbeit gemacht. Jetzt wird das in Schermbeck gemacht, finde ich eine ganz tolle Sache. Über diesen Weg, glaube ich, kann man auch sehr viel ehrenamtliches Engagement bei den Bürgern noch wecken. Ja, dann kommen wir jetzt auch zu der letzten Frage. Planen Sie konkrete Änderungen? Ich meine, so ein bisschen haben Sie das jetzt gerade schon beantwortet in der Organisation der Gemeindeverwaltung. Also es geht schwierig. Also man muss natürlich auch erstmal eine Analyse da betreiben. Ich sag mal, ich könnte mir das vorstellen, vielleicht auch mehr Zusammenarbeit mit anderen Städtengemeinden. Ich habe jetzt einen Artikel von vor kurzem noch im Kopf von dem Bürgermeister in Hamm-Minkeln, der sich, meine ich, so in der Richtung geäußert hat, dass er ein Liebhaber ist der kommunalen Zusammenarbeit. Vielleicht lässt sich über den Weg auch noch Einsparungen, sind vielleicht noch Einsparungen möglich. Man muss gucken, wie man im Hause vielleicht Ämter zusammenfasst. Ein weiteres Beispiel, was mir jetzt so einfällt, Wirtschaftsförderungsamt, da geben wir meines Wissens 300.000 Euro im Jahr aus mit Personalkosten. Unter anderem wird auch der Nachbarschaftsberater mit betreut. Für mich viel zu viel, ja. Wenn ich da wieder die Vergleichszahlen zu Rasfeld nehme, jeder Bürger kann im Internet sich die Zahlen angucken. Ich erzähle ja nicht einen vom Pferd, sondern kann in Internet reingehen, ist der Haushalt von Rasfeld drin, Schermbeck drin, da kann man immer die Zahlen vergleichen. So, also da sind sicherlich auch noch Einsparmöglichkeiten, aber da muss man doch in Zusammenwirken mit den Mitarbeitern im Rathaus, wo ich dann auch Gespräche führen werde, Einzelgespräche, um herauszufinden, wo gibt es dort auch Wünsche, denn es ist auch wichtig, dass man auch mal hinterfragt, sagen wir, gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht noch Wünsche, wo Sie mal in welchen Bereichen Sie arbeiten wollen. Ich kenne das aus der Wirtschaft so, dass man vielleicht auch mal so einen Ringtausch macht, fällt einer aus, wie jetzt zum Beispiel im Sozialamt, ja, da stand ich auf dem Schlauch da, ja. Ja, da muss doch einer einspringen können sofort, damit die Arbeiten dort alle weiterlaufen. Also für mich wäre erstmal wichtig, mit den Mitarbeitern Gemeinfühl zu kriegen, mit denen Gespräche zu führen und dann muss man weitersehen. Ja, das war's schon und jetzt, ja, man kann sich da so festquasseln, aber jetzt dürfen Sie aber gerne noch was sagen.
Ja, an alle Wählerinnen und Wähler wünsche ich erstmal, dass wir am 25. Mai genauso schönes Wetter haben wie heute, damit möglichst viele auch die Möglichkeit haben, wählen zu gehen und sich nicht von Regen oder Sturm ableiten lassen. Ich kann eigentlich auch vielleicht nur hoffen, wer auch immer dann gewählt wird als Bürgermeister, in der also dafür sind sie ja hier und stellen die Fragen, dass vielleicht einer sofort im ersten Wahlgang gewählt wird. In der Hoffnung, dass wir dann einen zweiten Wahlgang nicht mehr nötig haben. Denn das Geld, was dann eingespart wird, die 25.000 Euro, könnte man dann verwenden, um unsere Kinderspielplätze attraktiver zu gestalten. Da wird leider in letzter Zeit seit Jahren nichts mehr getan. Wird höchstens die Geräte alle abgebaut. Und anschließend wird dann gesagt, der Kinderspielplatz ist nicht mehr attraktiv. Also ich wünsche mir, dass viele wählen gehen. Und ich wünsche mir, dass dann ein demokratisches Abstimmungsverhältnis stattfindet. Denn wenn viele wählen gehen, dann liegt das vor. Und wenn dann eben, wie gesagt, dann noch für den zweiten Wahlgang das Geld eingespart werden kann für andere Dinge, dann würde ich positiv sehen. Ja, vielen Dank, Herr Roth. Und ich hoffe dann auch, dass nicht nur die Wahl eine Schönwetterwahl wird, sondern dass auch zahlreiche Schermbecker zur Wahl kommen. Vielen Dank. Danke Ihnen auch.